Ist es heutzutage überhaupt noch realistisch, davon zu träumen, Profifußballer zu werden? Während mein kleiner Sohn heute mit der Patentante beim Fußballtraining war, war ich mit dem Großen beim RB-Training. Und das ist der Tag in der Woche, auf den wir hinfiebern, den wir kaum erwarten können. Dennis liebt er, da kann er sich zeigen, da blüht er auf, da kommt er voran. Aber wie realistisch ist es eigentlich, als Jugendspieler heutzutage davon zu träumen, irgendwann Bundesliga zu spielen? Denn man muss mittlerweile einfach sagen, dass Deutschland im Jugendfußball ein massives Nachwuchsproblem hat. Und das nicht erst seit gestern. Klar, wir haben alle mitgefiebert mit unserer U17, als sie Europa- und Weltmeister geworden ist. Aber die Durchlässigkeit von einer U17 oder U19 in die Bundesliga, die ist mittlerweile verschwindend gering, habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn man sich den Vergleich mit anderen Ligen anschaut, wo wirklich junge Talente regelmäßig Spielzeit bekommen. Ich hoffe, in den nächsten Jahren und mit den bereits angestoßenen Reformen ändert sich da was. Aber ich glaube, auch in den Köpfen der Jugendtrainer in den ganzen ländlichen Vereinen muss viel passieren. Ich weiß nicht, ob es bei meinem Großen irgendwann zur Bundesliga reichen wird, aber ich würde gern seinen Namen rufen im Stadion. Allein schon, wenn ich daran denke, da bekomme ich totale Gänsehaut.